Hallo, hallo, Freunde der Sonne, wir sind wieder live. Heute zu Gast habe ich den lieben Arno bei mir und ich bin so, so happy, dass er bei uns ist, weil heute geht es um das wirklich, wirklich wichtige und spannende Thema, erfolgreicher Auftritt als Branchenexperte und Inhaber. Und der liebe Arno weiß alles darüber und vieles mehr. Aber gleich vorweg, lieber Arno, bitte stell dich der Community kurz einmal vor. Erzähl deine Personal Story, wie du denn eigentlich dazu gekommen bist, wo du heute bist. Und dann gehen wir deep dive hinein in dein Thema. Es war 1996, so, ja, als ich nach ungefähr 25 Jahren meiner Tätigkeit am Theater, also als Schauspieler, habe also unzählige Rollen gespielt hier am heutigen Schauspielhaus in Salzburg und war die letzten 12 oder 13 Jahre der kaufmännische Direktor, also der Geschäftsführer dieses Theaterunternehmens mit am Schluss 75 Mitarbeitern. Also meine Entwicklungsziele waren erreicht. Das Theater ist in den neuen Ort hier in Salzburg, wer es kennt, übersiedelt. Und ich habe gesagt, so, meine Aufgabe ist im Grunde erfüllt, ich muss mich da rausziehen. Das habe ich dann getan, dann haben wir noch 2 Jahre ein privates Radio aufgestellt in Salzburg, Music Radio Welle 1. Ja, das war auch ein Entwicklungsprojekt mit einem sehr jungen Geschäftsführer, tolles Projekt, funktioniert heute, ist ja, wie lang, 25 Jahre her. Ja, und dann habe ich mich rausgezogen, auch aus dem Radio. Und bin eine Woche in Italien gewesen mit meiner Frau. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich eigentlich? Also, wo tue ich mich hin? Was mache ich, wie sagt man in Österreich, was mache ich mit meinem Bordschattenleben? Richtig, ja. Ja, und dann habe ich das getan, was ich auch in den Jahren zuvor immer getan hatte. Ich habe meine Netzwerke angezapft, habe Kollegen gefragt, habe mich beraten lassen, habe mir Coaches gesucht. Habe also genau das getan, was ich auch heute jederzeit Menschen empfehlen würde. Und da gab es mehrere Varianten, die Sachen mit Marketing, strategisches Marketing, Geschäftsführung auf Zeit, so ähnliche Dinge. Aber die dritte Option, die hat sich dann herauskristallisiert, weil das Feedback war, Arno, ist dir bewusst, was du da an Erfahrungen eigentlich mitgenommen hast aus deiner Tätigkeit am Theater, und aus deiner Geschäftstätigkeit, ja, als Unternehmer im Grunde in diesem Non-Profit-Unternehmen. Ja, und aus dem ist ein neuer Beruf für mich entstanden, den ich jetzt seit knapp 25 Jahren mit unglaublicher Lust ausübe, indem ich mich damit beschäftige, indem also Menschen zu mir kommen und mir sagen, ja, an sich, ich bin gut, ich kenne mich aus, ich bin Experte in diesem, ich bin super im Job. Nur in dem Moment, in dem ich mich vor die Gruppe hinstelle oder in dem ich jetzt vor der Kameralinse sitze und ich sehe am Bildschirm nur schwarze Kästchen mit 2 Anfangsbuchstaben, dann verwandle ich mich in ein eigenartiges Ungeheuer, in ein merkwürdiges Wesen. Und bringt diese Performance nicht mehr, die ich gewohnt bin von mir, im ganz normalen Kommunikationsalltag. Und dann kommt der Arno Fischbacher als Redens- und Stimmcoach auf den Plan und packt seine Expertise aus und dann geht's zur Sache. Ja, großartig. Also in erster Linie wirklich, wirklich beeindruckend. Ja, also was du alles schon erlebt hast und gemacht hast. Und deine Expertise ist einfach unglaublich. Ja, unglaublich. Weil Arno, ich habe es dir eigentlich gar nicht erzählt. Ja, aber das Krasse ist, bevor ich dich kannte, also deinen Namen kannte ich aber deine Stimme. Ja, weil ich habe dich auf LinkedIn gefunden und irgendwo hast du irgendwas gesagt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil es ja wirklich schon über ein Jahr her ist. Aber ich dachte so, ich kenne diese Stimme und ich wusste nicht, woher. Und dann haben wir uns miteinander vernetzt und dann habe ich recherchiert, da habe ich mir gedacht so, wow, echt wow. Ja, also es ist echt krass, also es ist ein Wahnsinn. Aber grundsätzlich sprechen wir sowieso über das Thema Auftritt eben, wie jeder sich da diesbezüglich eventuell verbessern kann, was es da für Stellschrauben gibt. Ja, du bist ja
Rhetorik, Linguistik-Trainer, glaube ich, nennt sich das irgendwie sowas auf die Art, ja. Kennt sich auch wissenschaftlich aus, also wow. Da ist echt viel dabei. Deswegen steigt man halt echt rein in die Materie, weil ja auch für mich das Thema mit der Sprache, Stimme, Körpersprache täglich Brot ist und ich habe keine Ahnung, ich mache einfach irgendwas, ja. Und dann kann man natürlich auch einiges daran verbessern, ja. Meine erste Frage natürlich zum Thema erfolgreicher Auftritt als Branchenexperte und Inhaber, ja. Weil da geht mir ja wirklich eben von Inhabern, ja, also Geschäftsführern, als eben auch wirklich von Experten. Und da gibt es natürlich ein paar da draußen, die tun sich ein bisschen schwer mit der Kommunikation, ja. Das erste Bild, was viel in den Kopf kommt, sind halt die klassischen Nerds, ja. Vielleicht meine ich gar nicht böse, weil die sind super, super toll, ja. Aber wie die es einfach schaffen könnten, einfach leichter, kommunikativer eben in Gespräche einzusteigen, ja. Und vor allem, wenn es um das Thema Auftritt geht, weil gerade die haben ja wirklich enorm viel Potenzial und was zu sagen und tun sich vielleicht voll schwer, ja, weil ist es die Angst oder ist es generell eben, wie soll ich sagen, das Unwissen der eigenen Macht der Sprache, ja, also I don't know, wo hapert es da? Naja, ich denke, so betrachtet, also wenn du es von der Seite anschaust, dann gibt es unglaublich viele kleine Ungeschicklichkeiten, die du und ich, die wir alle in der täglichen Kommunikation erleben, wenn wir mit einem einigermaßen geübten Auge oder Ohr hinschauen oder hinhören. Ich habe mir aber angewöhnt, die ganze Thematik nochmal von einer ganz anderen Warte zu betrachten. Denn wenn ich heute anschaue, mit welchen Kunden ich arbeite oder welche Fragen da auf mich zukommen. Ich habe gerade heute mit einer Personalistin ein kurzes Teams-Gespräch gehabt, die angefragt hatte, für eine junge, offensichtlich unwahrscheinlich performende Mitarbeiterin, die also vor internationalem Publikum in englischer Sprache Vorträge hält und vom CEO die Anregung gekriegt hat, sie soll sich doch bitte einen Coach suchen. Sie kriegt auch das Budget. Sie spricht zu schnell, es ist langweilig, ihr zuzuhören. Also er war offensichtlich sehr geradlinig. Und die ist dann zu ihrer Personalistin gegangen und hat gesagt, gib mir einen Tipp, wohin soll ich gehen, wen soll ich da fragen? Und ich habe heute mit ihr telefoniert und werde mit dieser jungen Frau in Kürze ganz sicher ein Gespräch führen. Aber was mir jetzt schon klar ist, natürlich kann man jetzt das tun, was auch der CEO gemacht hat. Der hat sich wahrscheinlich so eine Präsentation oder so einen Vortrag, eine Schulung angehört oder hat sich ein Video angeschaut, keine Ahnung, und das sieht er ja nur das Offensichtliche und dann fällt ihm genau das auf, was uns als normalen Betrachter auch auffällt. Dass jemand zu schnell spricht, keine Pausen macht, zu viele Ams, oder weißt du, das ist das ganz Übliche. Der Klassiker. Okay. Der Klassiker. Nur das, was dann oft so falsch gemacht wird, jetzt packen dann die Leute die guten Ratschläge aus und sagen, musst halt mehr Pausen machen, musst langsamer sprechen, lass die Ams weg und so weiter. Und dann steht man mit so einem Feedback oder im Grunde mit solchen Ratschlägen steht man dann im Grunde im Regen, weil man es nicht umsetzen kann. Mein Blickwinkel ist in der Regel ein vollständig anderer. Ich kenne diese junge Frau noch nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher. So wie sie beschrieben wurde, habe ich es mit einem Menschen zu tun, mit einer Frau zu tun, die nicht nur sehr gescheit sein muss oder sein wird, sondern die ist ganz sicher im Kopf unglaublich schnell getaktet. Die denkt schnell, die kombiniert schnell. Also da ist die CPU sozusagen da oben im Kopf, die hat, ich weiß nicht, wie viele Megahertz mehr als der Durchschnittsbevölkerung und ganz sicher auch mehr als bei mir. Also ich zähle zu den Langsamsprechern, bin da anders getaktet. Das ist ja genau betrachtet kein Fehler. Also das ist ja nichts, worüber man sich beschweren müsste, sondern das ist ja das, worauf die Firma auch zugegriffen hat im Recruiting, nehme ich an, ja. Die ist erst seit 2 Jahren in dem Unternehmen, die haben sie von irgendwo geholt und wahrscheinlich mit gutem Grund, ja? Weil sie wiff ist und irgendwie ganz schnell denkt etc. Und jetzt gilt es als Coach, den anderen Blickwinkel zu wählen und zu schauen, wie kann ich diese großen Ressourcen, die ich dort vorfinde, nützen, damit nicht Fehler beseitigt werden, sondern damit das, was noch nicht bewusst ist, also das, was die Zuhörer noch mehr vereinnimmt, was im Grunde in den Zuschauern dann das schafft, was sie erreichen will, dass diese Brücke geschlagen wird.
Und das hat Okay. mit dem Weglassen von etwas oder mit langsamer oder schneller sprechen in der Regel überhaupt nichts zu tun, sondern da geht es um dialogische Sprachmuster, da geht es um Sachen, die man sehr einfach verstehen kann, was dann auch dazu führt, dass solche Coachings relativ rasch vorüber sind. Also da mache ich jetzt nicht mega Geschäft damit im Sinne von viele Stunden und lange Ja, ich Prozesse, ja? weiß, Sondern wirklich, also punktuell angesetzt, über den Prozess begleitet, eine kluge Transferstrategie aufgesetzt. Und wow, ja, dann siehst du, ich bin sicher, also dann werde ich diese Frau in der Präsentation sehen, wie sie strahlt und wie sie ihre Zuhörer abholt und auch selbst erlebt, was sich da verändert hat. Und dadurch also nicht nur auf die anderen einen anderen Eindruck macht, also ihre eigene Persönlichkeit, also den Personal Brand stärkt und somit auch natürlich das Branding des Unternehmens stärkt, das ist ja da immer in der Performance mit vermittelt, sondern sich auch selbst viel besser fühlt. Also ein ganz anderes Standing, eine ganz andere Seniorität als junger Mensch entwickelt, wenn sie präsentiert. Ja, klasse, großartig. Könntest du da eben zu diesen linguistischen Sprachmustern vielleicht so ein, zwei Beispiele geben, damit man ein bisschen besser versteht, was es denn eigentlich in der Praxis heißt und wirklich bedeutet, ja? Es ist, das war also für mich, weil du mich eingangs gefragt hast, es war für mich in meiner persönlichen Entwicklung als Coach im Grunde der essentielle Meilenstein. Denn als ich begonnen hatte, natürlich habe ich zurückgegriffen auf das Know-how aus dem Theater, aus allen meinen persönlichen Erfahrungen, rund von tausenden Theateraufführungen, Vorstellungen. Ich habe bei den Salzburger Festspielen gespielt, ich habe in Filmen mitgewirkt, ich weiß nicht, wie viele Werbespots gesprochen. Der Oberhammer. Ja, also ich weiß nicht, was alles. Also große Sachkenntnis selbst. Nur im Training ist man oft ein schlechter Lehrer, wenn man es selber besonders gut kann, aber sich zu wenig Gedanken gemacht hat, wie lasse ich in den anderen das entstehen, was am Schluss als Ergebnis dastehen will. Und ich habe dort dann begonnen. Ja, also anfangs war es so, weißt du, du machst Seminare, die Leute nach den Seminaren schreiben begeisterte Feedbacks, die Feedbackbögen sind nur mit Sternen versehen und so, alles super toll. Und dann triffst du 3 Wochen später jemanden irgendwo, ich habe so eine Szene vor Augen in Salzburg auf der Staatsbrücke am Samstag auf dem Weg zum Markt. Und der Mann strahlt dich an und sagt, Herr Fischbacher, was für ein super Seminar. Und ich schaue ihn dann so fragend an, so im Sinne von, ja, und was ist passiert? Ja, und dann merke ich dann, wie das Gesicht so langsam sich wieder löst. Und der dann sagt, naja, Fischbacher, Sie wissen eh, man müsste heute üben. Ja, und dann weiß ich schon, das war ein super Seminar, aber das, worum es geht, nämlich um das Ergebnis. Dort ist der Haken drinnen. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und ich habe mich dann also über Jahre mit vielen Fragen der Psychologie, der Didaktik, der Lernpsychologie etc., der Linguistik beschäftigt, um zu erkennen, dass es in der Arbeit mit Führungskräften, mit Inhabern, mit diesen Fachexperten, über die wir heute reden, mit den IT-Chefs und so, ja, ja gar nicht darum gehen kann, zu sagen, sprich so oder sprich so. Es geht um ganz was anderes. Die Frage ist, kannst du den Moment, die Sekunde dir bewusst machen, bevor du das erste Wort eines Satzes sprichst? Ui, ui, okay, spannend, Denn spannend, reden, so wie wir jetzt miteinander sprechen, weder du noch ich, im Redefluss überlegen wir ja nicht, was wir sagen was wir eigentlich, ja. sagen, sondern Es kommt halt raus, das ja. kommt raus. Ja. Also Ja, richtig. die Psycholinguistik, die zeigt heute, das kann man also mit bildgebenden Verfahren nachvollziehen, dass wenn der Ton aus dem Mund rauskommt, während ich spreche, dann hätte man eine Sekunde vorher im Frontallappen meiner Stirn, da im Gehirn, innen drinnen, bereits messen können, den Impuls, der den Sprechakt auslöst. Eine Sekunde, bevor der Ton aus dem Mund rauskommt. Das heißt, im Bewegungszentrum des menschlichen Gehirns
entsteht der Impuls, der dann zum Sprechen führt. Mit einfachen Worten formuliert heißt es, Sprechen ist eine Handlung. Wir handeln beim Sprechen. Und diese Handlungen, der Impuls zur Handlung, der passiert so früh, den haben wir nicht im Griff, den bemerken wir nicht einmal. Wir bemerken nur, wenn wir die ersten Worte gesprochen haben, dass sie vielleicht nicht ganz richtig waren oder nicht ganz adäquat und dann beißt man sich auf die Zunge. Ja. Ja, Also quasi. es heißt, in diesem Trainingsprozess geht es tatsächlich darum, diesen kurzen Moment, diese halbe Sekunde, diese Sekunde, sich gewahr zu sein, also sich bewusst zu machen, diesen Moment im Griff zu haben und den Autopiloten, der uns automatisiert handeln lässt, auszuschalten, sodass du dann für einen kurzen Moment innehältst und dann eine Wahl treffen kannst. Was man sagt, ja. Genau. Weniger was du sagst, eher wie du es formulierst. Denn das, was du sagen willst, das liegt dir gewissermaßen auf der Zunge. Okay. Ist es eine Frage zum Beispiel? Ja, dann kommt die Frage, aber du hast keine Wahl mehr, wie du sie formulierst. Und speziell jetzt, wenn es um Kundengespräche geht, wenn es um Präsentationen geht, wenn es um den Fachvortrag geht oder diese Dinge, wo es jetzt aber drauf ankommt, dann gilt es, die Wahlmöglichkeit zu haben, sage ich es als Information und dann kommen so Sätze raus wie, ja, unser neues Produkt. Das hat jetzt folgende Features: Feature 1, Feature 2, Feature 3. Und Super Fahrt, ja. beim Feature 1 bin ich schon eingenickt. Ja, Ja, ich auch. ja. Oder innezuhalten und dann kurz zu überlegen, wie gelange ich denn mit meinen nächsten Worten ganz tief ins Gehirn meiner Zuhörer hinein. Und dann werde ich nicht mit einer Aufzählung beginnen. Sondern dann werde ich sagen, naja, wenn bei Ihnen das Telefon läutet in der IT-Zentrale und eine aufgeregte Stimme sagt, alle Bildschirme tot, was soll man machen? Blackout, ja. Was genau müssen die Features der neuen Sicherheitsanlage auf alle Fälle können, damit dieses Szenario nicht geschieht. Und dann hast du im Grunde die Chance, dieselben Feature 1, Feature 2, Feature 3 danach ins Spiel zu bringen. Aber du hast vorhin überlegt, wie du quasi den Kittel-Brennfaktor, wie das der Andreas Buhr immer so schön nennt, also wie du diesen magischen Punkt im Kopf des anderen erwischt, der deinen Zuhörern klar macht, dass es hier um was Wichtiges geht. Also die Sache emotionalisiert und dadurch das, was man immer als Bedarf nennt, auf den Punkt bringt. Ja, Wahnsinn, Arno, ja. Also da hast du mich auf einen Punkt gebracht, wo ich mir selber nie wirklich Gedanken gemacht habe. Ja, grundsätzlich eben zu meinem Live selber, ja. Weil das Ding ist, ich werfe hier immer wieder eben eigene Geschichten eben rein, wo ich eben Beispiele dafür finden möchte und so. Und im Grunde ist das so ähnlich wie eben dein Ansatz, nur halt ein bisschen anders, weil es sind ja wirklich meine Geschichten. Aber ich glaube, es wäre halt, keine Ahnung, vielleicht einfacher eben im Kontext Kommunikation, wenn man ja quasi dann vielleicht in Szenarien denkt und in Szenarien spricht, egal ob reale oder fiktive, wo wir dann wieder beim Thema Storytelling eigentlich sind, ja. Das ist ein exzellentes Stichwort. Also wenn du es jetzt rein sprachlich betrachtest, dann ist die eigene Geschichte, die du einbringst, um im Kopf deiner Zuhörer etwas zu emotionalisieren, ein möglicher und wirklich hervorragender Weg, es zu tun. Klassisches Storytelling, kurz etwas anreißen, was mir erlaubt, mitzudenken, mitzuvollziehen und vor allem dieses meist, ja, embarrassing, also da passiert irgendetwas, wo man sagt, ja, Richtig, das erlebt man mit. Das kann ja auch sein, ich gehe in der Früh ins Büro, drehe meinen Rechner auf,
Und ich wundere mich schon, weil das Licht nicht geht. Dann schaue ich, die Schalter an meinen Dreifachsteckdosen leuchten nicht. Kein Strom. Dann hätte ich es über Ich, also über Storytelling gelöst. Das wäre das, was du jetzt gerade, was du sicher aus deinem Leben super Geschichten erzählst, ja, also Ja. einfach Erlebtes erzählst, genau. Ja, Das reales, ist die ja. Variante, wo das Wörtchen Ich zentral vorkommt, also wo du aus deinem eigenen Leben berichtest. Und die sprachliche Alternative dazu ist die Suggestion. Da hast du gesagt Szenario. Genau. Du weckst sprachlich im anderen eine Vorstellung oder eine Erinnerung und sagst, vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt. Sie machen in der Firma die Tür auf und Sie sehen die ersten zwei, drei Gesichter und Sie wissen, irgendwas ist passiert. Ja. Dann habe ich das Wörtchen Sie verwendet und habe ein Szenario, also eine Vorstellung in den Köpfen meiner Zuschauer geweckt und einen suggestiven Einstieg gewählt. Davon bietet die Sprache eine ganze Reihe. In meinen Trainings erfahren meine Kunden drei oder vier hochwirksame suggestive Einstiege. Das lässt sich standardisieren. Das ist dann sowas wie eine Blaupause für die Redegliederung, weil das, was du angesprochen hast, also Signature Stories, also sehr, sehr markante persönliche Erlebnisse, ja, die man da erzählt, die muss man auch erstmal finden. Und die sind jetzt nicht für jede Gelegenheitsrede geeignet. Ja, klar, ja, Ja, klar. also wenn es jetzt nur darum geht, in den Köpfen der anderen irgendwie die Gefahr eines Strom-Blackouts be bewusst zu machen, dann muss man nicht mit der persönlichen Signature Story kommen. Das ist auf einer anderen Ebene. Es ist eine Wahlmöglichkeit. Ja. Und je mehr Wahlmöglichkeiten du jetzt in der Redesituation hast, manchmal heißt ja, Herr Fischbacher, sagen Sie uns doch bitte kurz, ja, ja, ich bin nicht vorbereitet, ich habe keine Zeit. Ja. Die Kunden sitzen schon da und jetzt muss ich aufstehen und reden. Jetzt brauche ich ein Strickmuster, also ich brauche ein funktionierendes Gliederungsprinzip, das ich jederzeit nutzen kann, das immer funktioniert und das auch mir Spaß macht, weil ich mich dort in die Köpfe meiner Zuhörer hineindenken muss, bevor ich zu sprechen beginne. Ja, richtig, Das richtig. sind die Dinge, mit denen ich mich da mit meinen Kunden mehrheitlich beschäftige und dann am Ende mit großer Freude und mit Spaß wahrnehme, was sich, ohne dass wir meist speziell an der Stimme gearbeitet haben, dass sich die gesamte persönliche Performance so verändert und du plötzlich Menschen, die vorher ein bisschen angespannt waren und so nervös schnell präsentiert haben, die Zeit ist knapp, man muss alles hineinbringen, die stehen plötzlich da, haben Spaß beim Reden. Ja, und du merkst, wie sie aufblühen und ganz anders sprechen. Und diese kleinen Fehler, die vorher zu beobachten waren, im Grunde weg sind. Also die kommen gar nicht mehr vor, weil die haben so gesehen keinen Platz. Ja, weil sie eine Orientierung haben, ja, was ihnen halt weiterhilft, ja, weil bei mir ist es halt so, ich bin halt die klassische Wanderpersönlichkeit, ja, ich habe echt schon urviel erlebt, also echt urviel erlebt und ich kann, glaube ich, zu fast allem irgendwas sagen, ja, und rausbringen irgendeine Analogie, weil, ja, vieles, wie soll ich sagen, da gibt es halt immer wieder Parallelen, die man verwenden kann und dann Super. passt es ganz gut, aber ich finde das eben mit der Suggestion, genauso heißt das, glaube ich, finde ich halt auch wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, auch wichtig und interessant, gerade für Leute, die halt nicht so viel reden, ja. Weil wenn ich zum Beispiel denke an meine Schulzeit wiederum, ich war immer diejenige, die halt eben die Präsentationen gehalten hat, ja. Weil alle anderen haben halt Angst gehabt, für mich war es leid und ich mir gedacht habe, super, habe nichts zu tun. Ich muss nur reden, weil die anderen machen das Ganze. Und deswegen ist mir das immer schon voll leicht gefallen, ja. Oder ich kann mich an eine Situation erinnern, die hat auch nur ein einziges Mal funktioniert, ja. Da hatten wir in der Schule, wir hatten ja regelmäßig immer Buch Besprechungen, ja. Und Aha. um diese Buchbesprechung zu machen, muss man halt das blöde Buch lesen. Und einmal Ja. hatte ich einfach gar keinen Bock, echt gar keinen Bock, dieses Buch zu lesen. Und dann bin ich halt drankommen, ja, also in der Stunde. Und das, was ich halt gemacht habe, ja, immer arg, ja, war wirklich aus dem Stegreif, aus dem Nichts, habe ich eine Story erfunden,
die überhaupt nicht gestimmt hat. Das war einfach irgendwas, ja. Und alle Mitschüler haben dann so geschaut und die Augen so, boah, wirklich, boah, das muss ich auch lesen. Und die Lehrerin, ja, also unser Klassenvorstand auch noch oben drauf, ja, hat so geschaut, war auf der einen Seite urbegeistert von der Story, aber hat sie auch, was ist mit der los, ja. Und das Krasse ist halt, obwohl ich das Buch nicht gelesen habe und irgendeine Story erfunden habe, habe ich trotzdem eine 4 bekommen. Also noch nicht durchgefallen, ja. Das habe ich dann beim nächsten Semester wieder versucht, da bin ich aber durchgefallen, weil zweimal hat sie mir das nicht durchgehen lassen. Aber das sind so Sachen eben, wo ich mir halt schon in der Schulzeit einfach super leicht getan habe, ja, einfach mit dem Quatschen, ja. Du hast dir ein kostenfreies Training geholt. So auf die Art, den Mut gefunden, es zu tun. Und aber aus dem, was du getan hast, gelernt. Also im Grunde reflektiert, was habe ich gemacht, wie geht es das nächste Mal? Und ab dem zweiten Mal beginnt Lernen. Beim ersten Mal, wenn man es tut und dabei Stress hat, lernt das Gehirn nicht. Das ist ein, finde ich, interessantes Phänomen, das viel zu wenig bewusst ist. Ja, darum heißt es in meinen Coachings, übe nie im Wettkampf. Also wenn du aus dem Coaching etwas mitnimmst, von dem du sagst, ja, super, das mache ich, ja, nimm dir nur nicht vor, es gleich in der nächsten Präsentation produktiv umzusetzen. Weil der menschliche Autopilot, also diese Selbststeuerung, die uns durchs Leben führt und sprechen lässt, also die uns steuert, die lässt in Leistungssituationen ohnehin nichts Neues zu. Und es ist klug, also da braucht es einfach kluge Umsetzungsstrategien. Einige von denen kommen aus dem Spitzensport. Ich habe viele Jahre, 15 Jahre lang am Olympiasportzentrum in Salzburg als Vortragender gearbeitet. Und dort Studierende, aber auch Sportler und Sportjournalisten etc. Trainiert im Auftreten, in der Performance und im Medienauftritt. Und da habe ich unglaublich viel mitgenommen, auch von den Trainingsmethoden im Spitzensport. Sehr viel Mentalzugänge, da gibt es gute Mentaltrainer, die mit denen arbeiten. Und das bereichert heute meine Kunden. Ja, klar, ja. Richtig gut. Ja, da möchte ich dann gleich weitergehen, weil ich den Punkt auch schon sehr, sehr spannend finde, das Thema eben mentale Stärke und so weiter und so fort, wie das eben miteinander zusammenhängt. Weil okay, wir haben jetzt gelernt, Stress ist nicht gut zum Lernen. Was gibt es aber vielleicht noch für Thematiken, die relativ eben wichtig sind oder sehr, sehr wichtig sind, die man berücksichtigen sollte, wenn man sagt, okay, morgen trete ich auf. Und dann muss das Ding funktionieren, ja. Naja, ich gehe mal davon aus, dass wenn du, sagen wir, morgen auftrittst, dass du sachlich fit bist. Also, dass du mal grundsätzlich weißt, worum es geht, dass du dich in der Sache auskennst. Das wäre mal die eine Grundlage. Ja. Der zweite Schritt, den du am besten, wenn es ein Tag davor ist, auch schon längst erledigt hast, das ist die Analyse deiner Gesprächspartner, also die Analyse deiner Zuhörer, dass du dir überlegt hast, wer sind die und in welchen Momenten ihres Lebens, in welchen ganz konkreten Situationen taucht denn genau das Phänomen auf, für das du eine Lösung anzubieten hast. Ich nenne das ein Szenario entwickeln. Und ich empfehle, das immer wie so ein 5-Sekunden-Video, Mini-Video, sich vorzustellen. Also, wenn es jetzt um deinen, nehmen wir an, fiktiven morgigen Auftritt geht, dann könnte ich sagen, angenommen, es ist schon soweit, es ist morgen 17 Uhr, du sitzt schon vor der Kamera, du hast dich schon hergerichtet, die Technik gecheckt und du spürst schon ein bisschen, wie der Blutdruck steigt und wie der Puls ein bisschen, so ein bisschen rascher geht und vielleicht sogar ja, ein Glas Wasser neben dir, weil du merkst, der Mund wird schon ein bisschen trocken. Genau, so. Welches Video habe ich jetzt gesehen? Ich habe dich jetzt gesehen, sitzend vor der Kamera. Mit leicht erhöhtem Blutdruck und leicht schnellerem Puls und am trockenen Mund. Ja, also ich habe dich in deiner Umgebung gesehen, in einem konkreten Zeitpunkt für ein paar Sekunden. Und das habe ich beschrieben. Und das ist die Kraft der Suggestionen, die können das.
Und das kann jeder Mensch, also das ist eine Fähigkeit, die haben wir, weil die Vorstellungsgabe, was in den anderen Menschen in so einem Moment passiert, die Vorstellungsgabe haben wir in der Regel, wenn wir uns nur genügend, also wenn du dir nur die Gedanken gemacht hast. Also wenn ich jetzt wieder meinen Kunden vor mir sehe, der zu einer Zielgruppe spricht von, sagen wir mal, Sicherheitstechnik, Sicherheitsbeauftragten in einem Unternehmen, ja. Ja, und ich habe was anzubieten, was für einen bestimmten Ernstfall verhindert, was irgendwo Sicherheit schafft. Naja, dann ist die Frage, wie schaut das 5-Sekunden-Video aus, das in den anderen den Schrecken hochbringt? Also diese Weg von Motivation, dieses nur dieses nicht. Ja, dann sage ich, angenommen, bei Ihnen schrillt das Telefon. Und Sie verstehen gar nicht richtig, was die Frau sagt, die Sie anruft. Sie hören nur Blackout oder Sie hören nur Strom weg. Ja? Dann hast du genau denselben Effekt. Du hast wieder ein Video, du siehst jemanden in seinem Office, da schrillt das Telefon. Merkst du? Ja? Ja, ich weiß Ja? schon, Also ja. das ist eine sehr einfache Technik. Das wäre die Suggestion und dann braucht es eine gliedernde Frage, eine kleine Reihe von gliedernden Fragen, die dich durch dein Thema führen. Also das wäre die simpelste Blaupause, die dich zu einem dialogorientierten Sprechen führt und die dich nahbar wirken lässt, auch stimmlich und körpersprachlich, die dir körpersprachlich eine ganz andere Sicherheit verleiht im Sprechen, weil du nicht über dich selbst nachdenkst. Was muss ich tun? Was muss ich sagen? Was muss ich richtig machen? Sondern immer drüber nachdenkst, naja, welche Schalter lege ich im Kopf der anderen um? Welche Fragen pflanze ich denn dort ein, sodass dort Nachdenken entsteht? Und dann bist du als ganze Persönlichkeit im Dialog mit deinem Publikum, auch wenn die anderen nichts sagen. Und wie es heute so oft ist, in einem Teams-Meeting, da siehst du ja überhaupt nicht einmal Gesichter. Da hast du nur einen Bildschirm mit schwarzen Quadraten. Ja. Aber du stellst dir das so stark vor, dass es dich in eine dialogorientierte Sprechweise führt, mit Haut und Haar, mit der Kraft deiner Stimme, mit einer ganz anderen Körpersprache, die deine Stimme beeinflusst. Ja. Ja. Da habe ich noch eine wichtige Frage, genau halt auch zu dem Thema, weil du hast dieses Wegzu, ja. Und ich zum Beispiel, als auch meine Kunden sind eher die Hinzu-Typen, ja. Also die Ja. wollen eher hin zu etwas. Ja. Funktioniert das dann auch oder funktioniert das dann nicht? Wie schaut Ja, es da ich habe es aus? nur nicht dazu gesagt. Ach so, Denn zum okay. Beispiel, dass ein klassisches eine klassische Gliederungsstruktur für jede Art von Business-Präsentationen. Ich arbeite auch im Coaching. Vor der zweiten Kamera ist vor der zweiten, ah, die ist nicht eingeschaltet, vor der zweiten Kamera, sorry, vor der zweiten Kamera, warte, ich aktiviere sie schnell. Ja, okay. Ein bisschen Spaß haben bei der Sache. Ja. Ja, na klar, warum nicht? Warum nicht? So, die zweite Kamera, die ist immer auf das Flipchart gerichtet. Ja. Und auf diesem Flipchart sehen meine Kunden dann sehr oft so wie ein Blatt Papier skizziert mit Filzstift und drei Gliederungspunkte. Und jeder Gliederungsabschnitt hat eine Überschrift, so eine rote Linie. Und dann stellt sich die Frage, naja, jetzt haben wir Linien und Blöcke aufgezeichnet. Wie spricht man das? Und was du zuerst von mir gehört hast, wäre schon eine sehr einfache, wiederholbare Gliederungsstruktur, die aus einer Suggestion besteht, die dich beim Weg von abholt. So, jetzt hast du weg von. Dort will ich nicht sein, jetzt brauchen wir ein Hinzu. Und das Hinzu erzeugst du mit einer offenen Frage, also mit einer lösungsorientierten Frage.
Wenn du also jetzt so jemanden am Telefon hast, schon voll in Panik, Stromausfall und bis 11 muss die Produktion fertig sein, ja, was sind denn die drei unabdingbaren Sicherheitsinstrumente, die Sie wahrscheinlich schon lange implementiert haben wollen, damit nie wieder so ein Ding passiert und Sie, damit Sie in Zukunft absolut sicher sind, geschützt vor diesen Dingen? Das wäre dann die Frage, in der das Hinzu drinnen steckt. Und auf die Frage gibst du dann deine Antworten. Das heißt, du lässt die anderen selbst denken und bist von der Überzeugungspsychologie wieder auf der vereinnahmenden Seite und musst nicht alles erklären, sondern über die Frage öffnest du dort die Neugier und die innere Bereitschaft, das zu hören, was du dann anzubieten hast, weil in der Präsentation bist ja du am Reden. Ja, na klar, na Ja. klar. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, aber okay. Das heißt, die ersten Steps sind weg von Horrorszenario, dann hinzu und dann ist quasi der Kreis geschlossen. So Genau, funktioniert es dann. ja. Also Suggestion, zielorientierte Frage, lösungsorientierte Frage, dann kommt dein Input. Ja. Und dann kannst du sagen, okay, wenn Sie jetzt die wichtigsten Dinge gelöst haben und gesagt haben, okay, jetzt wissen wir, wie wir es machen sollten, wie aber finden wir einen passablen Weg, unseren CEO von einem Finanzierungsmodell zu überzeugen? Und das wäre jetzt die nächste lösungsorientierte Frage, auf die ich dann drei Finanzierungsvarianten anbieten kann. Ja, Okay, und dann okay. nach derselben Struktur kann ich am Schluss sagen, okay, wenn Sie jetzt sagen, okay, an sich diese drei Lösungsmodelle, die waren mir eh schon vorher bewusst, und ja, die Finanzierung, für die gibt es auch Varianten, die Sie Ihrem CEO vorschlagen können. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Frage, die wir heute noch besprechen müssen, auf die Sie heute noch Antworten finden müssen, damit Sie gleich im Anschluss zu Ihrem CEO gehen und ihm diese fertige Lösung unterbreiten? Okay, ja, spannend, interessant, interessant. Na, da möchte ich gerne dann ein bisschen weitergehen auf den nächsten Punkt, und zwar die Klassiker, würde ich jetzt einmal sagen, die aber vielleicht auch ganz, ganz wichtig sind. Vielleicht ein paar so zwei, drei Tipps, ja, zum Thema eben Sprache selber, also Tonalität, ja, und aber auch natürlich Körpersprache, was da wichtig ist, ja. Weil bei mir ist es so, ich verwende meistens die Hände, nicht immer, es gibt auch Zeiten, da bin ich halt ein bisschen müde. Da wird halt nicht so viel gestikuliert. Aber was ist da eben zum Beispiel eben wichtig, damit man halt auch einen guten, bleibenden Eindruck hinterlassen kann, ja? Ich habe zum Beispiel gehört, in der Kamera sollte man beide Hände zeigen, nicht nur eine Hand zeigen. I don't know, aber was gibt es denn da so für Tipps und Tricks, die wirklich wichtig sind? Sprache und Körper. Ja, Emily, ganz tolle Frage. Und du hast in deiner Frage auch schon etwas angedeutet, also eines der klassischen Missverständnisse angedeutet. Wenn es um Körpersprache geht, um die Gestik, um den Körperausdruck, dann wirst du viele gute Ratschläge finden. Das ganze Internet ist voll, Bücher sind voll damit, die alle aus der Beobachterperspektive geschrieben sind. Also tu die Hände nicht unter die Gürtellinie, gestikuliere frei. Tu dieses, stell dich gerade hin, was weiß ich, und so. Das ist alles gut, ja, nur es ist nicht wirklich gut machbar. Das heißt, aus der Beobachtung wünschen wir, dass jemand gerade steht, aber wenn du nur gerade stehst, verkrampfst du dich tendenziell, was ganz unangenehme Folgen für deine Stimme hat. Weil die Zwerchfellantagonisten das Zwerchfell hart machen, weil dadurch deine Stimme ein bisschen hart wird, weil du deine Schultern spannst, weil dadurch, man kann es jetzt nicht sehen, weil ich sitze, weil dadurch der gestische Radius deiner Kleiner Ellbogen wird, zu klein sind und die Gesten dadurch unpersönlich oder gestresst wirken. Drum auch da aus meiner Position als erfahrener Coach sage ich, geh immer den anderen Weg.
geht den Weg über die Körperwahrnehmung, die Steuerung des menschlichen Ausdrucks. Für die Steuerung brauchst du immer zwei zentrale Sinne, die du dir bewusst machen musst. Das Gehör ist das eine, dass du während des Sprechens noch irgendwo ein paar Prozent mithorchen kannst, wie du gerade klingst. Okay. Und das ist ein hoher Anspruch. Ja. Weil wenn man spricht, ist man mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Na klar, ja. Ja. Und der zweite zentrale Sinn des Menschen, das ist einer, von dem die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, dass er existiert. Wird in den Schulbüchern nach wie vor nicht unterrichtet. Das ist der Körpersinn. Der Körpersinn. Okay, dass man seinen Körper spürt. Sehen, riechen, schmecken, tasten. Also sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Das wären die klassischen fünf. Dann gibt es Gleichgewicht. Ist ein eigener Sinneskanal. Und die Propriozeption, die Körperwahrnehmung, das ist das, was du sagst, ich spüre mich. Ja, ja, okay. Wo du Muskelspannungen spürst, wo du Gewicht spürst. Genau. Und wo ich dir jetzt sagen kann, die kannst du einfach aktivieren. Du spürst einfach, du sitzt jetzt gerade, Emily, richtig? Ja, genau, richtig. Ja, genau. Ich sitze immer. Genau, genau. Du spürst jetzt einfach mal, wo deine zwei Füße am Boden sind, ohne was zu tun. Nur Aufmerksamkeit hinverlagern, weil du sitzt, ist dort rechts und links nicht viel Gewicht auf dem Fuß, richtig, nur ein bisschen, genau. Du spürst dein Gesäß, da lastet jetzt das Körpergewicht im Wesentlichen. Wenn du dich gerade nicht anlehnst, dann wirst du merken, dass die Wirbelsäule sich im besten Fall ein bisschen aufrichten will. Und wenn sie das tut, wird der Nacken ein bisschen länger und das Kinn kommt ein bisschen nach unten, weil du dich größer machst. Emily the Queen auf LinkedIn, ja? Yeah. Dann wirst du merken, du wirst eine Spur größer. Und allein dadurch, indem sich der Nacken strafft und das Kinn eine Spur nach unten kommt. Okay. Einfach weil du dich groß machst. Ja. Alles die Queen cool. sitzt auf dem Thron. Ja, genau. Yeah. Okay. Allein dadurch wird deine Stimme eine Spur tiefer und voluminöser. Okay, cool. Ja, und das sind einfache Wahrnehmungsübungen über die Propriozeption, also über die Körperwahrnehmung. Da kann man jetzt ins Detail gehen, aber müssen wir ja jetzt nicht. Aber du hast mich gefragt, wie nehme ich Einfluss auf meine Körpersprache? Und dann sage ich, das Einzige, was du im Sitzen brauchst, wenn du wirklich mal richtig überzeugend wirken willst, körpersprachlich und stimmlich, dann hol dir das Kutschersitzmodell. Aha. Stell dir vor, du sitzt auf dem Kutschbock und willst zwei widerspenstige Kutschpferde am Zügel halten. Okay. Die Pferde sind schon da und du sitzt schon oben, aber die Kutsche steht noch. Alles ist in Ruhe. Ja? Und du weißt aber, die Straßen sind schlecht und wenn die Pferde dann mal richtig losziehen, dann musst du richtig gut sitzen, weil sonst schleudert es dich. Ja? Na klar. Ja. Okay, so. Dann hol dir mal Bodenkontakt. Ja, genau. So. Und jetzt bist du in dem Modus, wo du richtig stabil sitzt. Und da wirst du wieder merken, jetzt ist wieder genau dasselbe passiert. Du wächst eine Spur. Ja, genau. Genau. Okay, man wird spannend, ein bisschen größer, weil man so stabil sitzt. Ja. Ja, okay. Jetzt ist auch deine Stimme hörbar. Eine Spur tiefer, eine Spur breiter. Und jetzt stell dir nur vor, dass du in die Zügel greifst, die sind ja nicht da, aber du nimmst dir einfach nur, ja, sodass du Kontakt aufnimmst mit den beiden Pferden. Nur auf Tuchfühlung gehen. So, und jetzt bist du in diesem mentalen Status der Führungsbereitschaft deinem Publikum gegenüber und hast gleichzeitig die Selbstführung übernommen. Und hast dich, weil du dich selbst körperlich erlebst, aus deinem Umfeld komplett rausgezogen. Du hast die Verantwortung über dich selbst übernommen, wie du sitzt, wie du da bist, wie du dich steuerst. Du erlebst dich selbst und von außen, wow. Ja, urcool. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, weil das ist zwar jetzt nicht das Thema, darum geht es nicht, aber das ist...
ein Spiegelbild, wie soll ich sagen, zu meinem alten und meinem neuen Ich, ja, zum Angestellten-Ich und zur Unternehmerin, ja. Weil ich habe natürlich auch irgendwann gemerkt oder gecheckt, ja, dass die Leute irgendwie komplett anders sind, was ich sehr angenehm finde, um ehrlich zu sein, ja. Und das hat ja auch was mit der eigenen Selbstführung zu tun, ja. Also, da gibt es einige Parallelen, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also spannend, ja. Und das ist gleichzeitig auch der Moment, von dem wir heute schon mal gesprochen haben. Das war deine Frage, wie steuere ich mich dann? Weil es sprudelt ja beim Reden. Wie steuere ich? Also wie kriege ich das erste Wort so, wie ich es will? Dieser erste Moment vor dem Sprechen, diese vom Viktor Frankl gibt es einen schönen Satz, der heißt: Die Freiheit des Menschen liegt in der Sekunde zwischen Reiz und Reaktion. Der Reiz, das ist das Publikum oder die Kamera. Das Umfeld sagt: Du bist dran, du musst jetzt. Ja, so, und jetzt sind wir geführt durch die Umgebung. So, jetzt holst du dir diesen Ruhemoment, du spürst dich selbst. Genau, und jetzt inszenierst du im Grunde diesen Moment der Freiheit, in der du dich selbst erlebst und von allen Stressoren rundherum dich abkoppelst. Das geht im Bewerbungsgespräch, genauso wie im Vortrag, vor einem heiklen Telefonat, in Konflikten. Also in allen Momenten, wo du die Selbstführung brauchst und wo der Anspruch von außen an dich so groß ist. Ja? Und da holst du dir den Moment und jetzt entscheidest du, wie du deine nächste Aktivität gestaltest. Und dann reagierst du nicht. Jetzt agierst du führungsstark. Und das sind die Momente, die vom Publikum unglaublich stark wahrgenommen werden. Denn wir sind alle Säugetiere. Und hier entscheidet sich, ob wir jemanden sehen, der innerlich führungsbereit ist und zuhörbereit ist oder nur bam, 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 ja, von sich aus Messages schleudert, ja, und zutextet mit scheinbar interessanten Informationen. Ja, interessant, interessant. Ja, da erwähnst du wieder so einen kleinen Punkt, den ich kurz einwerfen möchte, ja, weil ab und zu werde ich ja auch als Speakerin gebucht. Ja, sind so kleine Geschichten und so, aber ziemlich cool. Auf jeden Fall, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, eben an den Anfängen, wo ich Speakerin war und wie es halt jetzt ist, ja. Und ich kann nicht sagen, dass ich das irgendwie, keine Ahnung, auswendig gelernt habe, sonst hat sich halt im Prozess halt so ergeben, ja. Aber dass es sich halt einfach gemerkt habe, während ich spreche und über meine Themen spreche, dass ich jetzt zum Beispiel einfach viel, viel mehr und sinnvollere Pausen mache. Weil früher war ich am Anfang unter Stress und habe auch gelabert, 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 gelabert. Aber irgendwann war mir das selber ein bisschen auch sehr, sehr unangenehm. Ja, ich wollte nicht der Klugscheißer sein, sondern eigentlich so viel Infos wie möglich rausgeben. Habe aber gemerkt, dass halt zu wenig bei den Leuten hängen bleiben. Ja? Und wenn man Speaker ist, merkt man das, ob das jetzt gut war oder nicht gut war, je nachdem, wie der Rücklauf ist. Ja? Und wenn du keinen Rücklauf hast, weißt du, okay, das war jetzt vergeudete Zeit. Ja? Und das braucht ja kein Mensch. Ja? Und irgendwie nach und nach habe ich das eben gemerkt und gespürt und eben verbessert, eben diese Pausen dazwischen zu schauen. Wie schauen die Leute? Oder auch zu fragen, hey, kennt ihr diese Situation? Oder einfach um Feedback zu geben und darauf eben weiter aufzubauen. Ja, so sich das eben bei mir entwickelt, war ja auch ein Prozess von einem Jahr oder so. Ja, ich meine, so lange mache ich das nämlich auch nicht. Aber das ist halt das, was ich halt gemerkt habe, was wirklich einen riesen, riesen Impact gegeben hat, weil der Rücklauf passt. Ja, jetzt passt das ja. Und das ist halt schon ein großer Unterschied. Ja, deswegen ja, zuhören, fragen ist halt schon wichtig, wenn es möglich ist. Ja, kommt ja darauf an, wo man auf der Bühne steht. Ja, es gibt ja unterschiedliche Arten. Ja. Okay. Ja. Genau, Arno, na, echt großartig. Wirklich, danke, danke, danke für all deine Tipps, ja. Weil wir sind ja jetzt schon wieder beim Abschluss angelangt, ja.
Und alles, was du gesagt hast, war wirklich super, super wichtig, super spannend. Ja, dieses Video wird gespeichert für die Ewigkeit, weil da so viele gescheite Sachen dabei waren, damit man sich es wieder und wieder anschauen kann. Hast du jetzt noch was so zum Abschluss, ja, dass du gerne deiner, meiner, unserer Community noch gerne auf den Weg mitgeben möchtest? Kann natürlich zu unserem heutigen Thema sein, ne? Erfolgreicher Auftritt als Branchenexperte und Inhaber. Kann aber auch was ganz, ganz anderes sein, das dir genauso am Herzen liegt. Ja, am Herzen liegen mir sehr viele Dinge. Lass sie Ich raus. kriege immer wieder Fragen, ja, Herr Fischbach, kann man das wo nachlesen oder wo kann ich das vertiefen? Das sind so Ideen, da will ich aber jetzt mehr erfahren. Da sage ich, ja, da gibt es eine ganze Reihe von sehr einfachen Möglichkeiten. Eine habe ich ja da unten im Bild verlinkt. Das ist eine kleine Landingpage, wo du dir eine kleine, feine Videoserie holen kannst, wo ich mit ganz kurzen Videoimpulsen dir zu drei sehr heiklen Themen einen Input gebe. Das eine geht es um die Frage nach den M's. Also was ist die Alternative zum Ich vermeide M's, sondern wie kommst du wirklich zu einer flüssigen Sprechweise? Was ist der Hintergrund? Ist in einem Video erklärt. Und dann gibt es einen strikten Wechsel, der auch ein bisschen signalisiert, meine Arbeitsweise signalisiert. Beim einen geht es um die Frage, wie du, wenn du mit Fragen arbeitest, weil du rhetorisch trainiert bist, wie du verstehst, dass erst bestimmte kleine Würzzutaten die Fragen wirklich griffig machen. Also in einem Video geht es um Frageturbos. Und im dritten Video spreche ich mit dir darüber, wie du am besten Fragen emotional vorbereitest, bevor du sie stellst. Also wie du mit dem Mittel der Suggestion deine wichtigen Fragen, sei es jetzt im Gespräch oder in der Präsentation, vorbereitest. Das ist der voicesales.com Link. Wer immer mehr erfahren will, ich empfehle gerne mein Buch Voice Sales, die Macht der Stimme im Business aus dem Gabal Verlag, gibt es bei Amazon oder überall, wo es gute Bücher gibt. Zu meinem ersten Buch Geheimer Verführerstimme gibt es auch ein Hörbuch. Aber ansonsten auf meiner Webseite gibt es jede Menge Ressourcen im Blog, sehr viele Fachbeiträge mit sehr praktischen Anleitungen und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit gespitzten Ohren gibt es schon fast 200 Episoden meines Stimme wirkt Podcasts. Der Überall zu Oberhammer. finden, wo es was auf die Ohren gibt, ja, Genau. von Spotify bis Apple Podcasts. Stimme wirkt heißt da. Machen wir jetzt seit 2 Jahren. Und ich freue mich auch immer auf Fragen. Also, wenn du jetzt zuhörst und sagst, da brennt mir irgend so eine Frage auf der Zunge, sei es jetzt für mich oder für eine Mitarbeiterin, für einen Mitarbeiter oder für irgendjemanden aus meinem Bekanntenkreis, dann schreib mir gerne an arno@arno-fischbacher.com oder auf LinkedIn ist ja noch viel einfacher. Würde Da, ich sagen, ja, genau, ja. ein Klick, ein Klick. Ein Klick und dann sind wir im Genau. Gespräch und Ja. sehr gerne. Ich baue das auch gerne in eine der kommenden Podcast-Episoden ein. Oder gebt ihr sonst irgendwie sachdienliche Hinweise auf LinkedIn in einem meiner nächsten Postings. Großartig, großartig. Na, Arno, wirklich, danke, 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 dass du bei uns warst. Der ist ja wirklich wunderbar. Und danke natürlich auch an die liebe Community, alle, die live dabei waren. Ihr wisst, ich liebe euch. Und danke natürlich an alle, die das Video nachher schauen. Ihr seid auch großartig. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, gell, da ist der Arno. Folgen, folgen, folgen. Auf YouTube findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Und ich sage für heute wieder Baba und bis bald. Und es war wunderbar. Emily, danke fürs Gespräch. Ganz wunderbar.